Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Landwirtschaftssimulator 22. Ihr fragt euch bestimmt, warum zum Fick sitzt der im Wald? Ja. Ihr seht, die eifrigen Bienchen sind schon am Arbeiten. Das hat einmal den Hintergrund, dass wir jetzt ein bisschen ins Rudeln kommen. Weil doch ein paar Aufträge angenommen haben. Wir jetzt den Waldra schnell vor dem Wender klemmen. Der Johnny ist gerade auf dem Weg hierher. Gleich da sein. Habe ich jetzt aber über den Standardhelfer nach Hause geschickt, weil unser Autodrive-Kurs leider nicht geklappt hatte. Wie gesagt, den Waldra schicken wir jetzt hoch. Der fährt dann den Wender. Oder wir fahren da mit Wender. Mal gucken. Wender fahren. Und der Johnny, der fährt gleich. Der hat jetzt gleich einmal Ober. Zack. Klappt sogar ohne Vorführeffekt. Schön. Runter. Hier fahren wir den Gruber holen. Dann schön Körgerling 8 Meter. Stellen wir denn unseren Johnny hier einmal vor. So. Der muss jetzt. Zack, wir sind auf die 10 muss der zum Krummern. Kriegen wir ihn auch gleich einmal hin. Dann kann der da schon mal den Gruber schwingen. Was denn findest du so rein? Hey. Waldra ist da. Nach dem Waldra, da klemmen wir uns jetzt mal schnell den Rader an. Was denn? Der alten Dame. Den Johnny werden wir gleich auch noch einen Helfer drauf hocken. Big M ist auch schon am Mähen. Eigentlich. Nee, Quatsch, den habe ich nur hochgeschickt. Nämlich auch noch gucken, was der da hoch macht. Sonst machen wir eben mal die Arbeit mit dem. Da oben wäre trocknen. 13 ist so. Hier ich die 13 eben schnell auf Braun. War Doppel HG. Machen wir hier alles. Sapsarab, ganz schnell. Zack. Oder? Ja.
Peter, der Hans Peter. Bitte, danke. Komm zu diesem Landtop. So. Machen wir die hier oben nämlich schnell mal die Flächen. Das geht ja ganz flottig. Lösen können. Er ist so schön Ruhe und Gemütlichkeit. Wäre besser an dieser Stelle gewesen. Aber was soll's. Jetzt mit durch. Breit einmal abmachen. Ja, eigentlich schön noch ein bisschen biegen. Können wir den nämlich auch ein bisschen auslasten hier. Bahn, die wir machen müssen. So. Das ist nämlich hier fertig. Auch schon da. War? Der 10 ist natürlich jetzt keine kleine Parzelle. Sollte das mit dem Peter ganz gut schaffen. Zack. Zack. Feldarbeit. Ach, Cursplay, was da los, hm? Hat wieder mal nicht. Cursplay? Was willst du machen? Lass ihn mal machen, er kriegt das schon hin. Bin gespannt, ob der Wald es schafft, ne? Sollte er schaffen. Zack. Das ist doch wieder... Cursplay ist doch schon wieder hinüber hier. Kriegt er schon wieder hier nicht auf der Kette. Das klappt doch hier schon wieder nicht. Zack. Was hast du davon? Da durch, sehr schön. Hier. Welche dann noch? Daher der Helfer ist wieder nicht mit den Waldrad zu fahren. Weich.
Oh, komm hin, wo wir hier vorne sind. Nimm schnell noch. Zack. Weiß nicht, hier den Bums. Dann mähen wir den hier eben. Fertig. Sah jetzt nicht ganz so galant aus. Dann haben wir das Feld auch eben schnell abgemäht. Ginge doch schneller als erwartet. Zack. Auch noch. Ja, schön. Oder die Schläge. Mal wieder nach Hause. So, versuchen wir es mal jetzt. Stellen. Wieder komplett kaputt. Stellen. Keine Chance. Dann machen wir es halt selber. Komm. Auch das kriegen wir hin. Macht sich auch gut mit dem Swatrol und mit der großen Arbeitsbreite. Schafft man eigentlich gut weg. Überlege gerade, da müssen wir nachher den Deutz auf jeden Fall vor der Presse hängen, weil... Normalerweise schafft der Waltra das hier nicht. Einen anderen Schlepper haben wir eigentlich nicht frei. Der Johnny ist am Grobern. Wir hätten nur noch den Klaas, aber ich... Doch wohl, der Klaas... Wir können es mit dem Klaas probieren. Der Klaas das zieht. Aber das ist ja die... größere Ballenpresse. Wir müssen mal gucken, ob die das schafft. Der Arion das gezogen bekommt. Das Wesisch, ne Mensch, ne? Das Wesisch jetzt, ne? Der Waltra macht das ja hier schon mal sehr gut. Macht halt auch ganz solide, würde ich sagen. Ja, warum jetzt Curseplay mal wieder Faxenkram macht, verstehe ich nicht. Aber das habe ich bei manchen Geräten. Funktioniert es ohne Probleme. Bei manchen ist es so. Naja. Gut, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Fläche vor mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst ein Däumchen und einen Kommentar da. Der Deutsch scheint fertig zu sein mit Zettern. Joa. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.